So, also, wie ihr seht, ist heute das Live-Interview, das ich mit dem Mustafa führen würde, ein bisschen an einem anderen Ort. Bis jetzt habe ich eine ganz gute Streaming-Software genutzt, wo jeder bei sich zu Hause können vor dem Kompi oder vor dem mobilen Gerät hocken und dann teilnehmen an dem Interview. Den Mustafa kenne ich mittlerweile, glaube ich, seit 5 Jahren, oder vielleicht ein bisschen länger sogar. Er hat einmal eine Version von meiner Homepage gemacht, meiner Gesundheits- und Ernährungsberatungsseite. Und so haben wir einander kennengelernt. Und dann ist vor ein paar Wochen bin ich auf die Idee gekommen: Hey, Mustafa, du bist ja auch schon lange selbstständig als Unternehmer tätig, hast mit grossen Firmen zu tun, mit deinem Videostudio-Firma und machst ganz coole Videos, unter anderem zum Beispiel auch für die Stadt Lenzburg, verschiedene Firmen. Aber auch zum Beispiel für das Gauklerfest Lenzburg. Und dann ist die Idee aufgetaucht, hey, wir machen doch ein Live-Interview. Und dann hat halt der Mustafa gesagt, du, wenn ich natürlich schon so ein Studio habe, dann machen wir das nicht über so eine Spielzeugsoftware, sondern wir machen das gerade live in einem grossen Studio. Und darum sind wir heute hier. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich bin noch nie so vor gerade 4 Kameras gestanden. Aber es fühlt sich gut an und ich denke mir, wir werden können da auch ein ganz cooles Interview führen. Ja. Ja, an dieser Stelle, Mustafa, stell dich einmal kurz vor. Ich habe gesagt, von wo dass ich dich kenne. Ich muss ganz ehrlich sein, normalerweise bin ich der, der hinter der Kamera steht. Ja. Und ich bin die Person, wo man sehr schwierig vor die Kamera bringt. Ja, Ich geil. filme lieber. Ja. Und heute, weil es du bist, haben wir zugesagt gemacht. Was macht man nicht Sensationell. alles für gute Kollegen und gute Kunden? Ja, einfach zum Sagen, ich bin mega nervös. Also selber vor der Kamera stehen ist ein bisschen mehr als was man. Ich habe 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Ich komme ursprünglich aus der Osttürkei, aus dem schönen Mesopotamien, aus Kurdistan. Meine Eltern waren Gastarbeiter hier. Ich bin ein Sekondokind. Ich bin hier aufgewachsen, in Wangen-Bialten. In der Filmbranche oder sagen wir in der Videobranche bin ich dazu gekommen. Ich habe 1998 ein Praktikum in Belgien angefangen, in einem internationalen Fernsehen. Und durch das bin ich dann gekommen. 2007 bin ich wieder zurück in die Schweiz gekommen. Vorher bin ich noch in Deutschland bei verschiedenen Produktionsfirmen. Zuletzt, bevor dass ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich bei Regio TV gewesen. Und dort habe ich mit meinem Team so 120 Imagefilme pro Monat produziert. Also habe ich dann kündigen. Und dann ist der Geschäftsführer zu mir gekommen und hat gesagt: Du, Mustafa, wir wollen nicht, dass du weggehst. Mach dich selbstständig. Und wir geben dir, also nimm die ganze Produktion. Kannst du übernehmen. Dort aufgehört am Freitag. Über das Wochenende haben wir das ganze technische Equipment von Regio TV, also was man in der Postproduktion braucht, auf Lenzburg gezügelt. Und am Montag haben wir dann wieder angefangen, voll in Action mit, ja. Ja, darf ich dann fragen, ist denn die Firma Regio TV, die ist Konkurs gegangen oder ist die zugegangen oder bist du einfach gegangen, weil der Weg für dich zu weit war? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Der Weg ist mir zu Ja, weit gewesen. das heisst, du hast an und für sich, ja schon, das ist vielleicht noch interessant, du hast an und für sich zwar angestellt, aber in komplett eigenständiger, selbstständiger Regie etwas aufgebaut. Und der logische Schritt war eigentlich, dass du das einfach weiterführst, aber nicht mehr irgendwie jeden Tag 200 Kilometer zu fahren. Ja. Gut, die 200 Kilometer fahre ich immer noch. Es kommt darauf an, also ich bin in der ganzen Schweiz tätig, mit meiner jetzigen Firma. Wir sind in Wallis, wir sind in Zürich, in St. Gallen, wir sind überall ein bisschen, also am Filmen. Ich habe die ganze Schweiz und jetzt mittlerweile auch von Deutschland oder jetzt neu tun wir für LG schaffen, da haben wir ein bisschen mit Österreich zu tun und so weiter. Also wir sind überall ein bisschen tätig, wo es Aufträge gibt. Und ja, also Ja, also eigentlich ist, ich und stelle. ich muss noch etwas Ja, sagen: sehr gern. Ich arbeite immer noch mit der Regio TV zusammen, Ja. nicht nur mit Regio TV, sondern auch mit den anderen vorigen Arbeitgebern schaffe ich noch zusammen, obwohl das mir Mitbewerber sind, Ja. schaffe ich mit denen zusammen. Der Grund, ich glaube, ist meine Persönlichkeit, Ja. wo ich da bin,
bei ihnen hinterlassen habe. Was sind so wichtige Fragen, wenn du mit einem Kunden zusammenarbeitest, dass das zum Erfolg wird, das Projekt, das Videoprojekt, das Kommunikationsprojekt? Mhm. Also vielleicht eine Vorgehensweise, wenn ich eine Anfrage habe. Also ich arbeite ja relativ viel für Agenturen. Ja. Da muss ich da sagen, aber durch meine Linke, da habe ich sehr wenig Eigenkunden in dem Sinn, aber ich habe relativ gute Eigenkunden, sagen wir es so. Ja. Und bei meinen Kunden, wo ich persönlich berate und also das Projekt begleite, ist ich tue, bevor dass ich überhaupt zum Kunden gehe oder ein neuer Kunde ist, also die bestehenden Kunden könnte man mittlerweile, oder ja. Man, aber ein neuer Kunde, da tue ich mir wirklich einen halben Tag Zeit nehmen. Ja. Und da gibt es ein Dokument, ja, wo ich danach mit dem Kunden bespreche, je nach Thema. Ja. Ich schaue mir wirklich alles an, von ja, ihm, wie er positioniert ist im Marketing, ja, was steckt dahinter, ja, hat er etwas Spezielles, was, und dann tue ich einfach mal einen kleinen Vortrag, also sagen wir es so, ich tue mal einen 15-minütigen Vortrag machen, aber ich lasse dem Kunden und ich schaue, was für Ziele das er hat, tue mir das Gespräch so aufbauen, ja, aber ich bin dann voll ausgerüstet, wenn ich dort bin. Ja. Also ich weiss mehr nachher über den Kunden als er selber, weil ich schaue, auch den ganzen Markt auch ein bisschen analysiere, ja, in dem Sinn. Ich schaue auch Mitbewerber an von ihm und so weiter. Ja. Wir hatten ja auch ein Gespräch letztens über Homepage, was ist Sinn und Zweck, was ist der Nutzen von dieser Homepage, was sollen sie Ziele erfüllen. Und ich habe dann die Aufgabe wirklich auch zu Herzen genommen, habe die zuhause mal angeschaut und bin dann schlussendlich zum Schluss gekommen, dass ich gar noch nicht genau weiss, was es alles genau soll. Konvertieren. Mhm. Zwei Arten von Homepage, oder? Entweder ist das klassische Homepage, wo wie eine Visitenkarte funktioniert, oder es ist ein Marketing-Tool, wo man gerade den Verkauf darüber macht, oder? Ja. Das heisst, wenn man das nicht unterscheidet und wenn man das Gefühl hat, das ist, man muss, also, dann funktioniert das Ganze nicht. Also es muss ein Verkaufstool sein, wo man die Leute zu Kontakt führt und so weiter. Aber man kann hier jetzt noch ein paar vielleicht technische Sachen sagen, was vielleicht wichtig ist für die Leute, die uns zuschauen. Bei vielen Homepages ist es so, dass die Leute nicht einmal eine Telefonnummer hinterlegt haben. Sorry Jungs oder Mädels oder liebe Kunden oder Kundinnen. Tut euch die Telefonnummern drauf, dass Leute euch erreichen können. Wenn Leute euch nicht erreichen können, könnt ihr nichts verkaufen. Also, weißt du, also, das ist so schwierig. Auch wenn ihr nur eine Handynummer habt, und das sollte für Kunden immer da sein. Also, es ist sehr wichtig, das Zeug. Und viele ist nicht drauf und wird nicht gemacht. Und, Also, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wie muss eine Homepage daherkommen? Wie müssen gewisse Kanäle daherkommen? Damit ich eben das Ziel erreichen kann, das ich brauche oder das ich hin will, dann könnt ihr gerne hier unten Fragen einstellen an Mustafa. Er tut die sicher alle sehr kompetent beantworten. Darum gehe ich auch immer zu ihm, wenn ich irgendetwas muss wissen muss. Und habe bis jetzt immer eine sehr, sehr kompetente und umfängliche Antwort bekommen. Warum Video ein super Werkzeug ist, um seine Kunden zu erreichen? Also, ob jetzt das live ist, wie wir das machen, das ist jetzt eher Social Media, um mehr Reichweite zu bekommen, wenn man live geht. Aber warum eben auch sonst Videos, die man nutzen kann in verschiedenen Bereichen? Sag jetzt mal etwas, Landingpage, Homepage, Videosalesletter, was es denn auch ist. Warum sind Videos aus deiner Sicht heute unumgänglich? Man kann die Emotionen am besten transportieren. Ja. Das ist es. Also, es geht um die Emotionen und man kauft durch Emotionen und nicht durch etwas anderes. Das ist der. Emotionen entscheiden, sind Match entscheidend. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Markenbildung, Videokommunikation und so weiter, dann fragt einfach da unten in den Kommentaren oder meldet euch bei Mustafa direkt. Er gibt euch immer sehr gerne Auskunft. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ganz einen schönen Abend. Schön, sind ihr live dabei gewesen oder schaut es im Replay. Schreibt es dann bitte an, dass wir auch sehen, wer im Replay drin war. Und wünsche euch ganz einen schönen Abend. Ja, tschüss zusammen. Tschüss zusammen.